Für alle, die nachts im Museum kennen, nachts im Museum in Speyer, in der Lille Halle. Liegt daran, also nicht wundern, wir kommen gerade von der Drehorgelserenade, läuft zwar noch wunderschön, aber krankheitsbedingt müssen wir nach Hause, Hunde, keine Ahnung. Aber nachts im Museum, ich kann euch sagen, ist interessant. Wenn man so in der riesigen Halle voller Exponate ganz alleine. Irgendwie warte ich drauf, dass gleich die kleinen Indianer und der Dinosaurier um die Ecke kommen. Haben sie ja zum Glück nicht. Vielleicht der Transformer? Aber ja, so nachts allein im Museum ist schon. Wenn man es tagsüber kennt, durchaus mal was anderes. Und selbst für Leute, die keine Drehorgelmusik mögen, ich kann euch die Serenade nur ans Herz legen, weil allein diese Kulisse unter der Buran in der Raumfahrthalle, wunderschön eingedeckte Tische, gute Weinauswahl, andere alkoholische, antialkoholische Getränke, ein leckeres Essen ist im Preis drin. Gute Drehorgelmusik, wenn man sie denn mag. Aber auf jeden Fall allein diese Atmosphäre ist atemberaubend und lohnt einen Besuch. In diesem Sinne, was der nächste wirklich wichtige Besuch ist, ist der Bratzeltag. Ein schönes Wochenende. Ciao.